Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute steht einiges an bezüglich meinem Gym, was ich in Zukunft irgendwann aufmachen werde. Heute kommt eine Brustpresse an, werdet ihr auf jeden Fall im Video sehen. Wir reden auch so ein bisschen über die Preise, was alles kostet und was vielleicht die ganzen Sachen in Zukunft noch kosten werden, die auf mich zukommen. Und wir holen eine V-Station ab. Ganz wichtig, braucht jedes Gym. Und ich glaube, das wird auch nicht die einzige sein, die bei mir ins Gym kommt. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. In diesem Sinne sehen wir uns im Gym wieder. Halb meines heiligen Halbes. Wann hast du angefangen, dir die Sachen zu kaufen? Ich habe im ersten Lockdown angefangen, okay. Aber im Keller bei mir. Ja. Also wirklich nur das Nötigste, da stand dann ein Rack drin, eine Bank, ein paar Hanteln. Ja. Da habe ich es nach dem ersten Lockdown wieder rausgeschmissen, dann haben die Stuhls wieder aufgemacht, dann wieder zu. Ich bin natürlich geärgert. Ich sage, fuck, jetzt hast du alles verkauft. Ja. Da habe ich wieder angefangen, da habe ich gesagt, jetzt machst du es richtig. Und dann habe ich Keller wieder gemacht und zusätzlich Garage bei mir. Und dann ist es aber so viel geworden und ich habe da richtige Leidenschaft entwickelt. Und dann habe ich es erstmal irgendwo gelagert und dann habe ich immer gesagt, weißt du was, ich miete mir jetzt einfach eine Halle. Dann kann ich mich hier voll entfalten. Ja, und wie du siehst, ist halt so ein bisschen was zusammengekommen. Ne? Ist voll geil. Ja. Okay. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich habe jetzt auch, keine Ahnung, vor, wann haben wir die ersten Sachen geholt? Vor 2 Wochen die ersten Sachen jetzt geholt. Ja, aber du willst dann eigentlich so privat machen oder? Erstmal privat. Ja, erstmal privat und dann mal gucken, was draus wird. Ja, okay. Also ist nie verkehrt, ne? Nee, vor allem so, man kann halt selber, ich meine, du kennst ja selber von den kommerziellen Gyms, so die Sachen, die da stehen, manches ist dann so geil, ist manches nicht. Guck mal, ich war früher in 4 Studios teilweise angemeldet. Ja. Gab's ein Studio, konntest du geil Beine trainieren. Dann bin ich zum Rückentraining in ein anderes Studio gefahren, also, weil dann hast du in dem Studio keinen sitzenden Beinbeuger und denkst, ey, du brauchst halt einen sitzenden Beinbeuger. Ja. Dann bist du halt dafür nochmal woanders hin. Ja, und wenn du halt so dein eigenes machst, ne, dann fängst du halt an, dir die Geräte rauszusuchen, die du haben willst. Ja, klar. Ja, das ist halt der riesen Vorteil, ne? Ja, ist geil. Du hast deine Ruhe. Das ist halt auf jeden Fall einfach so ein Luxus, ne, den man sich dann vielleicht mal erlauben kann. Ich habe jetzt hier schon mal so einigermaßen ein bisschen demontiert. Da müsst ihr jetzt das Mittelstück noch abmachen, das ist auch nur handfest. Da brauche ich aber eure Hilfe, dass ihr das mal eben festhaltet. Ja. So, jetzt haben wir auch eine V-Station. Also noch nicht haben wir sie zu Hause, aber zumindest schon mal im Transporter drin. Und jetzt tuckern wir noch schön 3 Stunden heim und laden sie dann noch aus. Problem ist nur, wir haben keinen Hubwagen. Aber wir haben eine Hebebühne. Und Manneskraft. Und Manneskraft, ja. Wir haben jetzt gerade schon überlegt, wir haben jetzt zwar diesmal einen Transporter mit mit Hebebühne, aber wir haben keinen Hubwagen. Dann wäre es halt ultra entspannt gewesen. Das Ding auf eine Palette gelegt und runtergefahren. Jetzt müssen wir halt wieder gucken, wie wir das da. Also runter ist kein Problem, nur da müssen wir es halt in die Garage schleppen. Das ist auch so eine Sache. Ich habe nämlich jetzt noch eine Brustpresse mit der Spedition liefern lassen. Eigentlich. Die Spedition ist. Also die Brustpresse habe ich auf eBay gefunden, habe gestern dem Typ geschrieben, ja, die Spedition wäre dann entweder zwischen 9 und 12 oder zwischen 12 und 19 Uhr oder sowas da, wann es ihm besser passt. Hat er so geschrieben, ja, lieber, was war es, 12 bis 19 Uhr, glaube ich. So, okay, ich habe gebucht. Danach fällt ihm ein, ja, er hat kein PayPal und bevor das Geld nicht da ist, gibt er die Maschine natürlich nicht raus. Und ich muss das Geld überweisen und die Überweisung dauert natürlich 1-2 Tage. Ich habe das Geld direkt überwiesen, habe einen Screenshot gemacht, ihm geschickt. Heute Morgen ruft mich die Spedition an, so um 10 oder so. Und da war das Geld safe schon auf seinem Konto drauf. Ja, sie ist jetzt da. Und dann rufe ich später die Spedition nochmal an und habe gefragt, ob alles geklappt hat. Und die haben dann gemeint, nee, sie sollen morgen nochmal kommen, er hat das Gerät nicht rausgegeben. Also richtig dumm. Und vorhin dann, um 2:30 oder so, schreibt er mir, ah ja, das Geld ist da. Also der hat um 2:30 erst geguckt. So, unnötig. Richtig unnötig. Ja genau, dementsprechend, also morgen kommt jetzt keine Maschine, sondern übermorgen. Ja. Hebebühne war auf jeden Fall ein Update, aber ein Hubwagen wäre Premium. Aber wir lernen dazu. Tu. Wir lernen dazu. Maschine haben wir noch nicht gezeigt, gell?
Stimmt, wir zeigen euch mal noch, was wir überhaupt geholt haben. Ah, die Klimmzugstange ist noch drin, gell? Mhm. Ja. So, also das ist die Maschine. Dafür sind wir nach Köln gefahren. Ja. Also wir haben zwei Kabeltürme. Eigentlich ist es eine V-Station. Das heißt, einmal der Kabelzug links und einmal der Kabelzug rechts. Und da fehlt in der Mitte das Mittelstück. Das ist das hier. Das wird dann quasi eben senkrecht reingemacht. Und dann hat man hier noch so eine geile, so ein geiles Polster, was man quasi als Brustpolster benutzen kann. Oder wenn man sich rumdreht und zum Beispiel Fleiß oder irgendeine Drückvariante macht, kann man sich mit so einer Rückenlehne abstützen. Genau. Jetzt machen wir das Ganze noch fest mit Zuggurten, dass das Ganze hier stehen bleibt. Stellen vielleicht noch irgendwas davor oder so oder dagegen. Und dann war's das für heute. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Let's go. Neuer Tag. Mittlerweile ist auch die neue Maschine am Start. Aber nicht, wie wir gedacht haben, am nächsten Tag, sondern mittlerweile ist fast eine Woche später. Weil der Typ, der das verschicken wollte, ist einfach nur ein... Die Spedition war dreimal bei ihm und er hat sie, einmal war nur die Putzfrau da und die Putzfrau durfte es nicht rausgeben und so, also ganz komisch. Auf jeden Fall, jetzt ist die Brustpresse da. Ich habe zumindest schon mal das Zeugs hier weggemacht, also das muss man ihm lassen, geil verpackt war es oder gut verpackt war es. Ja, die Leute, die die Brustmaschine kennen, kennen sie schon. Ist eine geile Maschine. Er ist halt relativ trizepsdominant, weil man halt relativ eng drückt. Und auch dieses Metallgestell hier ist jetzt nur zur Sicherung, ich weiß nicht, ob das standardmäßig bei der Maschine dabei ist. Auf jeden Fall, das kommt natürlich weg. Dann stellt man sich von vorne rein. Ich kann es euch mal zeigen. Ist halt quasi wie enges Bankdrücken. Und dann kann man hier greifen und drückt nach vorne. Also ich finde die Maschine ultra geil. Gerade so Sammler und so weiter, die feiern die Maschine halt extrem. Ich feiere die auch extrem. Oh nee, das darf ich nicht nochmal sagen. Im letzten Video, ich habe glaube ich 8-mal feiere ich extrem gesagt. Scheiße. Hier hinten, die Stange hat er nämlich auch rausgemacht, die jetzt hier noch grün verpackt ist. Die kommt dann nämlich hier rein und dann kann man quasi hier links und rechts halt Gewichte drauf machen. Und mittlerweile kann ich fast bei mir zu Hause trainieren. Ich habe jetzt nämlich auch die V-Station aufgebaut. Ich glaube, haben wir die drauf letztes Mal, wie sie ganz aufgebaut war. Ich glaube, nee, nur zerlegt, ne? Ja, also so sieht sie aus. Geile Cybex V-Station, kann man hier überall verstellen. Höhenverstellbar, vom Winkel verstellbar. Richtig geil. Und geiles Feature, man hat hier eine Brustlehne. Also wenn man irgendwie Reverse Flies macht oder irgendeine Drückbewegung oder so, kann man sich hier gut dagegen lehnen. So viel zu den Maschinen. Ansonsten Neuigkeiten, maschinenmäßig gibt es jetzt erstmal nicht. Und dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Kommen Sie rein. Willkommen. So. Jetzt sind wir zu Hause. Wir haben uns gedacht, wir reden noch so ein bisschen generell über das Fitnessstudio, weil aktuell steht ja alles noch in der Garage. Wir brauchen halt irgendwie eine Halle. Und dann dachte ich auch, weil das viele interessiert, merke ich auch auf Instagram in meinen Nachrichten, was die Preise angeht, wo ich die Sachen her habe und was so die ganzen Geräte kosten. Also Halle ist halt aktuell das Problem, dass man einfach keine gescheite findet. Also ich gucke halt, am Anfang wollte ich ja wie gesagt eher so ein privateres Ding machen, dass ich halt eher Freunde dort reinlasse oder Leute, die ich halt kenne, denen ich anvertraue, dass sie eben einen Schlüssel bekommen und die dann eben in die Halle können. Und da bin ich halt ein bisschen eingeschränkt, was die... Ich mache jetzt nicht auf, die klingeln überall im Haus. Ja, bin ich so ein bisschen eingeschränkt in der Umgebung, die ich suchen kann, weil wenn es halt ein bisschen zu weit weg ist, dann habe ich keine Leute, die da rein können, weil wie gesagt, ich will halt erstmal Leute dort haben, die, ja, denen ich vertraue oder die ich kenne. Ja, deshalb, also Halle ist halt schwierig, aber ich brauche auf jeden Fall eine, weil Ende August kommt eine große Lieferung und da können wir jetzt gut übergehen zu den ganzen Geräten, die ich gekauft habe. Ende August kommt die erste große Lieferung. Ich habe bei Hammer Strength und Cybex eine große Bestellung aufgegeben. Also da kommt sehr, sehr vieles. Ich sage jetzt mal noch nicht, was kommt. Aber das hat insgesamt über 50.000 Euro gekostet. Also 56.000 Euro kommt dort eine Bestellung. Außerdem steht noch eine Bestellung aus über 14.500 Euro. Das sind Geräte aus Amerika. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder raten, was für Maschinen das sind. Ich glaube, einige haben die gar nicht auf dem Schirm. Die gibt es in Deutschland relativ selten, aber die werden bei mir im Gym sein. Genau, so viel dazu, was ich bisher gekauft habe. Generell mal, wo ich die ganzen Sachen suche. Also ich habe ja die Sachen, die ich jetzt bestellt habe, die kommen, die sind neu. Musst du jetzt mit deinem Hühnchen spielen? Das ist so typisch. Jedes Mal, wenn ich filme, hat der Typ, der hat 80 Spielzeuge. Und jedes Mal, wenn ich filme, nimmt er genau das, was am meisten quietscht. Also weiter im Text, die Sachen, die ich bestellt habe, die kommen, die sind neu. Und was ich bisher gekauft habe, ist eben gebraucht.
Und das habe ich vorrangig auf eBay gesucht. Also dort, wenn ihr dort nach Maschinen guckt, nach bestimmten Maschinen, dort findet ihr eigentlich überall in Deutschland so verteilt irgendwelche Leute, die halt Sachen verkaufen. Dort kriegt ihr das natürlich wesentlich günstiger, wie wenn ihr es neu kauft. Nur gerade so Sachen wie zum Beispiel eine Sache, die ich ja verraten kann, die Cybex Hex Squad, die habe ich jetzt zum Beispiel neu bestellt. Die ist ultra selten und die habe ich halt neu bestellt. Also da war ich jetzt halt bereit, okay, ich zahle die neu. Und die Sachen aus Amerika, die kriegt man hier sowieso nicht gebraucht. Deshalb, wie gesagt, auf eBay habe ich vieles gefunden und ich habe halt einen Kumpel, der hat selber ein eigenes kleines privates Gym und mittlerweile weil es ist halt irgendwie so eine Gruppe, die da halt so einen Tauschhandel als machen und sich gegenseitig Maschinen anbieten und so weiter. Und da habe ich halt auch so ein paar Kontakte jetzt mittlerweile, die mir Geräte anbieten, die ich dann eben gucken kann, ob ich sie kaufe oder nicht. Die Maschinen, die ich jetzt habe, die liegen, also die gebrauchten Geräte, die liegen alle so zwischen 800 bis 1500 Euro pro Gerät. Also die sind dann halt wirklich günstiger, viel günstiger als die neuen Sachen. So viel zu der ganzen Preisthematik. Also mittlerweile ist schon ein guter Batzen an Geld rausgegangen für das Gym, aber es ist halt einfach ein Traum von mir und ich bin jetzt halt bereit, das Geld zu investieren und ich glaube, das wird eine geile Sache und das, wie gesagt, ist ja eine große Investition auch für die Zukunft dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen, Kommentare, sonst irgendwas habt, schreibt es gerne unten in die Box rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video. Ciao, ciao.